Unter der Oberfläche, da passiert etwas bei den Aktienmärkten. Absolut faszinierend, was wir derzeit dort erleben. Nämlich die Indizes steigen weiter, während die meisten Aktien verlieren. Wie geht das? Natürlich dadurch, dass die wenigen Schwergewichte weiter steigen. Praktisch das Boot immer voller wird. Alle wollen diese großen US-Tech-Werte kaufen, die dadurch immer stärker gewichtet werden in den Indizes, während die anderen Aktien praktisch davon überhaupt nicht profitieren, sondern sogar fallen. Und so hatten wir gestern interessanterweise einen Tag, an dem 70% der Werte im S&P 500, diesem Leitindex, verloren haben. Nur 30% haben gewonnen, gleichwohl der Index über 0,3% im Plus. Das gab es so zuletzt 1995 und beziehungsweise das gab es zuletzt zweimal im Jahr 2000, sonst nie. Das heißt, wir sehen, dass permanent diese Differenz, diese Divergenz zwischen der absoluten Mehrheit der Aktien und den wenigen Aktien, die richtig gut laufen, immer größer wird. Das heißt, das Wohl und das Wehe der Aktienmärkte ruht eben jetzt auf diesen wenigen Aktien. Und das ist in der Vergangenheit zumindest nicht das allerbeste Omen gewesen. Wir hatten eben so etwas im Jahr 2000, wie gesagt. Dann ging es danach nochmal weiter nach oben, bevor dann das geschah, was wir alle kennen. Wir sehen ein ähnliches Bild übrigens beim Nasdaq. Auch hier der Breadth, also praktisch die Breite des Anstieges, extrem miserabel, ist in den letzten 4 Wochen noch deutlich schlechter geworden. Obwohl der Index von Allzeithoch zu Allzeithoch eilt, sehen wir, dass die meisten Aktien jetzt in den letzten 4 Wochen, die in diesem Index sind, negativ sind. Das heißt, auch hier sehen wir ein ganz ähnliches Phänomen. Ja, für viele ist das frustrierend, was sie da erleben. Wenn sie nicht diese wenigen Aktien haben, die hier Gewinner sind, dann schaut man da in die Röhre. Wir haben jetzt das 4. Mal in den letzten 3 Wochen, dass der Nasdaq negativen Breadth zeigt. Das heißt, dass der Index weiter steigt, aber mehr Werte in diesem Index verlieren. Das gab es so seit 2007 nicht mehr. Wir sehen also, die Ungleichgewichte nehmen zu. Muss nicht heißen, dass es sofort runtergeht. Kann noch weiter nach oben gehen. Alles ist schick, aber es ist eben ein Markt, der dadurch immer angreifbarer, immer fragiler wird, wenn das Schicksal eben dieser Aktienmärkte, der Indizes, an diesen wenigen Aktien hängt, dann darf da nichts schief gehen. Schauen wir uns mal den Hauptgewinner an. Apple, ja, das wertvollste Unternehmen der Welt, jetzt mit 2,08 Billionen Dollar. Damit wäre, wenn Apple jetzt ein Land wäre und praktisch dass das BIP wäre, die 8. größte Volkswirtschaft der Welt. Man ist also deutlich größer als Italien, als das BIP Italiens, Brasiliens, Kanadas, Russlands, Australiens etc. etc. Man ist also hier sozusagen in einer Bewertungssituation. Klar, das ist ein gutes Unternehmen, das ist überhaupt nicht in Frage gestellt, aber schauen wir uns mal zunächst an, dass es da eben auch Risiken gibt, nach meiner Auffassung für Apple, vor allem diese China-Exposure, die man hat, dass man also in China produziert, dass man in China sehr stark Absatz hat, Greater China als 2. größter Absatzmarkt der Welt, und jetzt eskaliert so ein bisschen dieser Streit mit den Apps, die Apple anbietet im App Store, denn da gab es ja vorher Stress mit Fortnite, da hat Apple jetzt Fortnite rausgeschmissen. Jetzt wollen Publisher wie das Wall Street Journal etc. wollen auch mehr Geld haben, weil sie sagen, das ist einseitig zugunsten von Apple. Also hier möglicherweise droht ein bisschen Ungemach. Kein Ungemach hat Tesla derzeit, über 2000 Dollar. Und damit ist Tesla mehr wert als Walmart. Walmart hat einen Umsatz von 523 Milliarden Dollar im Jahr. Tesla hat 25, also etwa ein Zwanzigstel, aber gleichwohl ist das mehr wert inzwischen. Wir sehen, dass Tesla jetzt ohnehin 378% gestiegen ist. 40% alleine davon jetzt seit diesem Aktiensplit. Absolut crazy. Und wenn man jetzt mal, wie Daniel Eckert das macht, die Marktkapitalisierung auf den einzelnen Mitarbeiter runterrechnet, dann sieht es so aus, dass jeder Apple-Mitarbeiter praktisch dem Unternehmen einen Gewinn von 14,6 Millionen Dollar bringen sollte. Bei Tesla sind es 7,6 Millionen Dollar und bei Volkswagen sind es 105.000. Das ist für mich eine etwas erstaunliche Relation. Klar, Marge bei Volkswagen ist schlechter, aber man hat rein optisch schon das Gefühl, dass es dem Unternehmen besser geht. Wer mal auf die Straßen guckt, der sieht viele VWs, viele Neuwagen-VWs, viele Skodas, viele
Seats, die da aus diesem Konzern ja auch stammen. Also für mich ist das sozusagen eine Einseitigkeit, die on the long run nicht funktionieren kann. Es wird immer einseitiger und das Problem ist, dass die Fed wahrscheinlich für diese Einseitigkeit verantwortlich ist, die versucht hat, vielleicht schon vorgestern im Fed-Protokoll so ein bisschen die Euphorie aus dem Markt zu nehmen. Der Markt hat zunächst reagiert, aber gestern dann eben wieder ignoriert. Dementsprechend die Aussagen der Fed ja in Richtung QE, in Richtung Yield Curve Control, die zunächst mal enttäuscht haben. Die Fed wird man dafür verantwortlich machen, dass solche Ungleichgewichte, die nicht nachhaltig sein können, entstehen. Wir haben, um jetzt zum aktuellen Geschehen noch zu kommen, wieder Vaccine-Optimismus. Pfizer will im Oktober dann praktisch sein Experiment den Behörden vorstellen. Das hat für positive asiatische Märkte gesorgt, aber Pelosi, die US-Demokratin, lehnt jetzt offenkundig diesen Kompromiss ab für eine ganz kleine Coronavirus-Rettungsstimulus-Aktion. Das könnte also noch interessant werden. Schauen wir uns kurz die Charts noch abschließend an, die leicht einseitigen Charts. Was wir hier sehen, ist der DAX in den Charts von lecapital.com. Da scheint man eben auch nicht so euphorisch zu sein. Es geht kaum vor, es geht kaum zurück. Alle Charts auf 4-Stunden-Ebene. Wir haben gestern einen Anstieg des S&P gesehen, der aktuell bei 3.391 handelt. Wir sehen den Nasdaq bei 11.508. Warum auch nicht? Wir sehen Euro-Dollar, der sich hat erholen können, 1.1870. Was macht Gold? Das ist bei 1944. Also absolute Ungleichgewichte, das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Irgendwann ist jede Fahnenstange zu weit gespannt. Irgendwann wird da die Statik ein Problem bekommen und dann kann es sehr, sehr schnell gehen. Die Risiken jedenfalls sind für diejenigen, die jetzt sich in diese großen Tech-Werte investieren, nicht geringer geworden, würde ich sagen, bei diesen Bewertungen und bei dieser Euphorie. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Heute 9.30 Uhr die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und später dann aus Europa. Zunächst mal ein wichtiger Punkt, da wird man sehen, wie die Konjunktur sich erholt oder eben auch nicht. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag. Bis dann, Servus und Ciao.